Blitzweiss, go. Rechts, rechts, rechts. Links, 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 go. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Purpur-Part. Wir sind immer noch in Asaria und sind im letzten Party angekommen. Wollen uns als nächstes dann die Arena vornehmen, das machen wir auch definitiv noch. Ich habe mir von Horus sagen lassen, dass wir hier doch ein bisschen auf stärkere Pokémon treffen werden, als wir es gewohnt sind. So um die Level 40 rum wurde mir gesagt und es sollte doch ziemlich schwer sein. Wir haben ja im letzten Part schon uns vorgenommen, dass wir unseren Reluk hier benutzen, um die Arena auseinanderzunehmen. Das ist eine Psycho-Arena und die Käferattacken sollten sehr gut sein. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen trainiert. Ich habe Reluk auf Level 38, Seltigant auf 41 bekommen. Lulu ist jetzt auf Level 39, genau wie Delfinator. Delfinator, vielleicht für die, die es nicht wissen, ist die Weiterentwicklung von Normifin. Wir haben ihn entwickeln können. Ich habe gestern Horus noch geholfen, seinen zu entwickeln. Ihr müsst dafür einfach nur in einer Gruppe unterwegs sein und ihn über Level 38 bringen. Dann entwickelt er sich. Dann haben wir natürlich noch Flamingo und Voltrian. Ja, ich würde vorschlagen, bevor wir uns die Arena schnappen, schauen wir uns die Gegend hier mal noch ein bisschen an. Denn wir sind im letzten Part zwar hier angekommen, aber haben noch gar nichts gesehen. Und der Pfad da vorne wirkt auf mich sehr interessant. Da geht es nämlich noch weiter in die Höhe. Und ich würde gerne wissen, was hier so für Pokémon unterwegs sind. Da können wir auch auf dem Weg ein bisschen trainieren. Fehlt noch ein paar Trainer, die wir besiegen können. Südliche Zone 6. Okidoki. Was ist das denn? Das ist ein riesiger Vogel hier. Nicht du. Du, was bist du? Außer ziemlich hübsch. Psyopatra. Ein Psycho-Flug-Pokémon vielleicht? Was ist der Name her? Psycho, Kleopatra, Psyopatra. Irgendwie sowas, oder? Cool. Du müsstest ein Pökelsalz locker überleben. Ziehstrahl. Ja, das ist ein Psycho-Pokémon. Mich auch gewundert bei dem Namen, wenn es keins wäre. Sehr gut. Pökelt ist sie schon mal. Hätte einiges aus. Noch ein Pökelsalz. Ich weiß gar nicht, ob Pökelsalz stackt. Wenn wir mehrere aktivieren, kriegen wir dann auch mehr Schaden aufs gegnerische Pokémon oder wie läuft das? Quasi schwer gepökelt. Scheinbar nicht. Gut, kein Problem. Wir wollen sie ja sowieso fangen. Es ist Nacht, wir haben ein paar Finsterbälle, also lasst uns ein paar Finsterbälle schmeißen. Ist kein Pokémon fürs Team, würde ich sagen, aber es sieht einfach schon sehr interessant aus. So, Pokédex, was weißt du zu dem Ding? Flatutu da unten? Ach, ist das die Weiterentwicklung von Flatutu? Über die Lücke zwischen seinen farbenfrohen Rüschen setzt Psychokräfte frei. Es kann eine Geschwindigkeit von bis zu 200 Kilometer pro Stunde erreichen. Wow. Nicht schlecht. Ha. Ja, es ist die Weiterentwicklung von Flatutu. Von dem kleinen Ding hier. Ha. Ist hier einfach so wild rumlaufen? Sehr interessant. Genesung und EP-Bonbon M. Also ihr seht schon, die Items, die hier rumliegen, sind ein anderes Kaliber als die wir im Tal unten gefunden haben. Und auch das Pokémon hier war gerade nicht ohne. Über Level 40. Oh, was ist das hier? Ja, scheint eine Ruine zu sein. Da oben ist, glaube ich, ein Gespenst. Irgendwas ist da. Ja, ist da am besten hoch.
Oh. Ganz Tee-Tässchen. Fatality. Ja, Steinhagel? Oh. Das macht gar nicht viel. Das hingegen schon. Lass uns das Grab mal fangen. Verteidigung sinkt. Initiative steigt stark. Mhm. Grab mal eindosen, würde ich sagen. Ist auch irgendwie weird, wenn die Pokebälle da so in der Luft rumglitschen. Aber wir haben Fatality gefangen. Das ist gut. Oh, Level 37 für unser Vögelchen. Das Schwarztier-Pokémon. Dieses Pokémon dringt in den Körper derjenigen ein, die von ihm trinken, und raubt ihnen von innen die Lebensenergie. Es schmeckt, schmeckt scheußlich. Ja, man trinkt auch keine Geister. Zumindest die Fälschungsform. Es gibt Fatalities, die in echten und solche, die in unechten, also gefälschten Tassen unterwegs sind. Die echten erkennt man an dem Stempel auf der Unterseite. Die sind super selten. Terra-Stück Psyche. Ich habe immer noch keine Ahnung, was... Ist ja noch schon nochmal so ein Tierspender. Ich habe immer noch keine Ahnung, was diese Stückchen machen. Das ist schon die Liste. Sieht man so schlecht. Steinhagel. Mach das Ding kaputt. Das hat sowieso schon einen Riss. War ein Crit. Nice. Fatality besiegt. Level up für unseren Flamingo und unseren Käfer. Sehr nice. Ich muss doch da jetzt irgendwie hochhüpfen können. Oh ja, 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 ja. Nice, nice, nice. Ja, Platforming in Pokémon-Spielen. Das ist jetzt offenbar ein Ding. Sehr cool. Hypertrank, okay. Da ist ein Terra-Raid am Laufen. Den lassen wir mal außen vor. Es gibt hier ganz schön viele Psycho-Pokémon. Okay, da ist ein Bronzong, den weichen wir mal aus. Also ein Psycho-Vogel. Jetzt habe ich vorhin gar nicht geschaut. Das ist schon Psycho-Flug, oder? Steinhagel. Müsste eigentlich ein Flug-Pokémon sein, oder? Nein? Okay. Er hat nur Psycho. Das ist der Käfer. Das ist auch effektiv, was gut ist. Wollen wir unseren Käfer gleich mal ausprobieren. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie sich das Ding entwickeln muss. Ob es sich überhaupt entwickelt, weiß ich auch noch nicht mit Sicherheit. Oder der Pokédex-Eintrag lässt das zumindest vermuten. Okay, Käferbiss. Nicht gut. Dann eben Delfinator. Auch Delfinator muss ich euch noch die Fähigkeit zeigen. Genau. Ziemlich cooles Pokémon. Er sieht von außen immer noch mehr oder weniger gleich aus wie vorher. Er hat jetzt einfach nur ein Herz auf der Brust. Und eine neue Fähigkeit, nämlich Superwechsel. Sowie eine neue Attacke mit dem Namen Rollwende. Mehr Aufruhr, ist schon klar. Rollwende ist sowas wie Volt-Switch. Und wir können damit aus dem Kampf austreten. Wenn wir natürlich Schaden gemacht haben. Und könnten jetzt hier zum Beispiel für Flamingo reingehen. Oder für Voltrian. Wir gehen mal für Voltrian rein. Und wenn wir jetzt nachher zurückwechseln zu unserem Delfinator, triggert seine Fähigkeit. Wir müssen ihn auswechseln. Dann triggert er, ihr seht es hier schon, eine andere Form bekommen. Das Pokémon ausgewechselt ist die Heldenform an. Und die Heldenform ist ziemlich krass, was den Angriff angeht. Eine Base-Stat von insgesamt 650 oder sowas. Und der Angriff ist auch nicht schlecht. Wir gehen für einen Nassschweif. Oh, Pflücker. Also gar nichts. Nassschweif!
Also, was ist denn das da? Eine zweiköpfige Pflanze? Okay, in diesem Spiel gibt es weirde Pokémon. Lass uns das mal anschauen. Ich glaube, das ist eine... Es ist eine Pflanze. Es sieht aus wie ein sehr komisch mutiertes Roserade. Lass uns mal kurz Reluk noch heilen. Ich habe ja noch einen Beleber. Zum Glück. Was bist du denn? Ach, du bist die Weiterentwicklung von dem Chili. Dann bist du doch gar nicht die Endform vom... Ach so, das Ding hat drei Entwicklungsformen, alles klar. Wir haben ja die dritte schon... Oder war das vielleicht die zweite? Irgendeine Form von der Chili-Entwicklung haben wir ja schon von Pepper gesehen. Und daher muss das ja eigentlich die Mittelentwicklung sein, oder? Oh, wir haben verfehlt. Kopfnuss. Klingt halt so ordentlich aus. Ja, das ist perfekt. Getroffen. Knirscher. Autsch. Finsterball. Los. Wupp, wupp. Ein Jalapeno. Cooles Vieh. Oh, Level Up für Lulu. Der grüne Kopf hat eine brutale Veranlagung, da Schadstoffe sein Gehirn stimulieren. Wütet er erst einmal, ist er nicht mehr aufzuhalten. Okay. Cool. Pflanze Feuer. Interessanter Typ, by the way. Ja, es ist die Weiterentwicklung von Chillingle. Und dementsprechend die mittlere Stufe. Das höchste wäre dann das, was Pepper eingesetzt hat. Nehme ich jetzt einfach mal schwer an. Ach so. Ich habe mich gerade gefragt, was das hier ist. Aber es ist einfach so ein hübsches kleines Wölfchen. Ah, lass mich in Ruhe. Kämpfen wir mal gegen den hier. Die sind wirklich allein unterwegs, wir sind deine Eltern. Sie machen sich bestimmt Sorgen. Immanuel. Ein Raichu. Ja, das Voltrian eigentlich ganz gut geeignet für. Denn uns machen die Elektroattacken nichts. Machen aber unsere Flugattacken nicht viel, hä? Mal schauen. Geht's für einen Elektromove? Na klar. Oh. Na gut, dann hat sich das sowieso erledigt. Dann ist es jetzt Käferzeit. Mit Relux Schaufler sollten wir da einiges an Schaden machen können, würde ich sagen. Ah, die Ladezeit ist nicht mehr. Elektrofeld breitet sich aus. Gut. Wir gehen in die Erde, von daher who cares. Wir müssen uns nachher dann in der Stadt auch unbedingt diesen Turm anschauen. Der sieht auch sehr spannend aus. Sehr effektiv, aber macht leider nicht allzu viel Schaden. Mal Schaufler. Donner Blitz. Das ist ein One-Shot. Ernsthaft. Wow. Saltigant. Da mittlerweile fertig mit Pokémon. Zwar keine Bodenattacken, aber ein Steinhagel. Gibt auch was. Oh, Fokusstoß. Ja, also die Träne hier ziehen ordentlich an, das muss man sagen. Hast du noch was? Schaffler. Nee, das ist in Ordnung. Das Pokémon ohne Schwächen. Wenn es dann wirklich
Nein. Aua, aua. Ich wäre es denn wirklich schwebehaft. Wir treffen natürlich nicht. Komm! Ernsthaft? Ja, super. Ah je. Ich wusste nicht, dass das Ding eine Wasserattacke drauf hat. Okay, wir gehen zu unserem Lulu-Pflanzen-Pokémon. Man merkt dann auch, Lulu müsste eigentlich in der Arena auch ziemlich gut sein, weil sie einen Unlichttypen hat. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ja, macht Sinn. Was kann das Ding eigentlich nicht? Ihr wollt mich doch echt veralbern und dann ist es Level 44, meine Güte. Gut, also nach dem Pokémon müssen wir aus diesem Berg raus. Level up für Flamingo. Luftschnitt, oh. Ja, das klingt gut. 75er Stärke, das ist besser als Flügelschlag. Warum hat der Typ noch ein Pokémon? Was mehr das Leben? Nein. Letzte. Okay. Terrakristallisierung, Blumentrick. Ich muss jetzt einfach ziehen und er darf irgendwie Feuer- oder Eiszahn droppen. Echt starkes Zeugs, Junge. Okay, wir gehen first. Wunderbar. Schneller. Blumentrick trifft natürlich. Und killt es in einem Schlag. Sehr gut. Level 41. So stark wie du bist, muss man sich um dich wohl keine Sorgen machen. Nee, um mich muss man sich keine Sorgen machen, aber danke. Okay, jetzt wurde aktualisiert, okay. Also, lass uns hier nochmal runtergehen. Ich würde gerne meine Pokémon kurz heilen gehen. Sieht ja verdächtig aus. Oh, hier ist so ein toughes Pokémon. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach so. Hier, kannst Blumenstrauß haben. Gut. Also, schnell weiter. Haben wir unten schon? Ich glaube, der am Höhe waren wir nicht, aber das ist auch nicht so schlimm. Das ist ein Reflex am Schlafen. Schnell zum Pokécenter. Unsere Pokémon kurz heilen gehen und dann setzen wir unsere Reise auf den Berg fort, würde ich sagen. Wir wissen, was da oben ist. Außer offenbar ein Haufen scharfer. Ein Haufen starker Trainer. Ich bin nur im Habanero-Modus. Hätten wir schon mal. Ist halt ein bisschen blöd, dass Lulu keinerlei Unlichtattacken kann. Ansonsten wäre es wirklich gut für die Arena geeignet. Wir haben Clownwetzer drauf. Sie ist auf einem relativ guten Level. Ist ein Unlicht-Pokémon. Das hilft. Bin gespannt, was die Arena dann für uns bereithält. Aber jetzt wollen wir erstmal hier ein bisschen erkunden. Doch, hier links haben wir glaube ich doch schon. Oh, Barblues. Und Katarina? Okay. Ich dachte, das wäre vielleicht immer nur ein großes Barblues gewesen. Nein, es ist ein Altaria. Wow.
hier laufen schon ziemlich gute Pokémon rum. Das muss man, glaube ich, so festhalten. So, EP-Bonbon S. Zwei Stück davon. Hm. Also, hier oben waren wir vorne, oder? Ich glaube schon. Ja, da ist der Trainer. Ist nix. Okay, hier vorne geht's noch weiter hoch. Ganz schön viele mit Dittier hier. Ist da ein Item, das wir mitnehmen können? Sehr schön. Übertrag. Oh, hier oben gibt's Donphan. Cool. Und Flamara. Wow. Entwickelte Evolutions sieht man nicht so häufig in der Overworld. Hier sind Raffel und Schlaraffel. Noch ein Reflex. Ja, also. Oh, hier ist nochmal so ein Chili-Pokémon. Unser Psi-Vogel. Wir sind gleich oben. Wehe, da oben ist nichts Gutes. Muss zumindest eine Truhe stehen. Hier ist ein See. Und ein Enton. Warum ist hier ein See mit einem Enton? Oh, schaut mal, hier ist dieses Avocado-Pokémon. Und ein Kampfross auf dem Stein. Ja. Du, komm mal her. Pits. Ist ja alles nicht effektiv, ne? Puppensprung. Gar nichts. Das macht überhaupt gar nichts. Also, Dynamo. Dann lasst es uns doch einfach direkt mit einem Hyperball versuchen. Ich weiß nicht, wie die Fangquote ist von dem Ding. Offenbar ziemlich gut. Hat geklappt. Wampitz gehört uns. Nice. Level up für unser Vögelchen. Yay. Das Stromfrosch-Pokémon ist das hier also. Was aussieht wie, wie Augen, sind eigentlich Organe, durch die es Elektrizität entlädt, die es mit dem Nabeldynamo in seinem Bauch erzeugt hat. Also ihr wollt mir sagen, das Ding hat keine Augen? Aha, ihr meint das in der Mitte. Nein, das in der Mitte sind die Augen, das Außen sind keine Augen. Ach so. Ich verstehe. Seltsames Pokémon. Sehr seltsam. Ach, das ist die Weiterentwicklung von Blip. Okay. Interessant. Hier ist noch ein Item am Rumschwimmen. Ein Prachtfisch. Willst du jetzt da hochgehen, bitte? Also, Miraidon stellt sich manchmal schon echt ein bisschen an. Ah, so ein schlafendes Enton sah gerade aus wie ein komischer Käfer. So, jetzt da hinten waren wir, glaube ich, aber noch nicht. In diesem komischen Turm. Bei den Windrädern waren wir ja schon. Haben wir AD Boom besiegt. Ins Eisland da hinten müssten wir dann mal noch. Wenn ich da hochkomme, kann ich es euch vielleicht sogar zeigen. Ich habe ja nur auf der Karte gesehen, dass es da Eis gibt. Da hinten, diese eisigen Berge. Da waren wir noch nicht. Also, man muss schon sagen, die Karte ist ziemlich riesig. Schaut euch das mal an. Und schaut auch, wie weit wir sehen können. Wow. Genau. Für ein Pokémon-Spiel sehr gut. Und da ist ein Endturm. Wollen wir uns mal kurz der Arena widmen? Ich glaube eigentlich, dass wir das schaffen könnten. Und ich habe so eine Vermutung, wie wir Reluk noch entwickeln können. Ich glaube, es gibt nämlich Pokémon, die muss man mit diesem, mit dieser Spazierfunktion hier spazieren tragen. Komm mal mit. Und da es ja einen Ball rollt, könnte ich mir gut vorstellen, dass man es mitnehmen muss. So, mitkommen. Qualutbeere. So, hier. Oh, ein Leuchtstein.
vielleicht auch nicht, wer weiß. Vielleicht reicht ein normales Level Up. Also, lass uns da mal wieder runtergehen. Und direkt mal die Arena ansteuern. Die scheint da rechts zu sein. Kann aber auch mal auf den Turm zuhalten. Ach, der Turm ist das Kampffeld von der Stadt hier, oder? Ja, ja, genau. Ach, wie cool. So. Mal sehen, was uns hier an Herausforderungen erwartet. Lass uns mal hier reingehen. So, wir würden uns gerne registrieren, bitte. Tulia messen kannst, musst du dich der Arena-Prüfung stellen. Deine Aufgabe wird es sein, dich in Gymnastik zu beweisen. Ernsthaft jetzt? Wenn du die von Tulia selbst erfundene Gefühlsgymnastik komplett absolvierst, bestehst du die Prüfung. Um die genauen Regeln zu hören, wende dich auf dem Trainingsgelände an die Dame im schwarzen Trainingsanzug. Wenn du die Arena verlässt, findest du das Trainingsgelände links. Viel Erfolg! Ach Gott! Ernsthaft jetzt? Gymnastik, das wird lustig. Dann noch Gefühlsgymnastik. Was zum Geier ist Gefühlsgymnastik? Gemeint ist wahrscheinlich die hier. Amura. Tag, Neuzugang. Hier kannst du dich an der Gefühlsgymnastik versuchen. Du fragst jetzt bestimmt, wieso deine Lehrerin für Kampfkunst hier in der Arena arbeitet, was? Nun, Arenaleiterin Tulia und ich sind schon seit unserer Kindheit befreundet. Vor einiger Zeit drücken wir einen Pokémon-Kampf aus, für den wir eine spezielle Regel ausgemacht haben. Die Verliererin muss tun, was die Gewinnerin sagt. Nun ja, du kannst dir denken, wie der Kampf ausgegangen ist. Naja. Aber das hier ist immerhin eine gute Gelegenheit, um sich fit zu halten. Also helfe ich aus, wenn ich nicht unterrichte. Die Regeln der Gymnastikprüfung sind simpel. Ich führe bestimmte Übungen vor und du musst sie mir einfach nachmachen. So, bist du bereit für die Arena-Prüfung? Nein, aber ja. Sehr schön, dann legen wir mal los. Lass deinen Gefühlen freien Lauf. Immer noch nicht ganz sicher, was wir machen sollen. Stelle dich der Gefühlsgymnastik. Jetzt. Zwei. Eins. Ein Arno! Achso. Aha. Okay. Na, das geht ja. Nein! So. So richtig erstaunt. Sie stinksauer macht, okay? Mal so, als ob ich etwas überraschen würde. Wieder sauer. Okay. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Vor allem, wenn man sich mal ein bisschen gemerkt hat, wo das Zeug ist. Okay. Wie lange geht das jetzt so weiter? Ah. Okay. Das war's schon? Das war großartig. Diese perfekte Ausdruckskraft hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das war genug des Aufwärmens. Jetzt wollen wir die Muskeln mit einem Pokémon-Kampf mal so richtig beanspruchen. Okay. Immer schön in Bewegung bleiben. Das ist nicht nur ein Kampf, das ist auch Sport. Aha. Morga. Reluk. Ja, immer schön mit den Bällchen flexen. Käferbiss. Natürlich trifft die Hypnose. Nee, ist klar. Wie viele Chancen hat das Ding zu treffen mit Hypnose? 70 oder so? Oh, wir sind zumindest aufgewacht. Okay, das macht ja mal gar nichts. Wir gehen raus zu Lulu in dem Fall. Ich habe den Käfer besser eingeschätzt, als er ist.
unsere Katze wird schon richten. Das funktioniert nicht. Unlicht-Pokémon, du kannst mich mal. Blumentrick. Sehr schön. So, was hat sie noch? Kirlia. Okay. Nein, nein, wir bleiben drin. Notstück. Okay. Blumentrick. Auch das kein Problem. Mara wurde besiegt. Und sie weint. Och Mann. Wie schön, wie du Bewegungskünstlerin hier zu drehen. Okay. Dein Pokémon und dein Muskeln. Das ist gut, so in Schwung zu kommen. Willst du es doch nicht schlapp machen, oder? Hat du nicht die zweite Hälfte beginnt? Achso. Als vorher. Ich denke, dass es wenigstens ein bisschen gut ist, aber nein. Das ist genau das gleiche wie vorher. Nein, so rum. Überhaupt verkacken? Ich glaube nicht, oder? Also die Arena-Prüfungen sind schon von der Schwierigkeit her ziemlich ein Witz. Jetzt verklickt hier. Nein! Ah! Okay, nächster Kampf hoffe ich doch. Wirklich perfekt, ich hatte schon fast vergessen, wer hier wen unterrichtet. Versuch die den Muskelkater zu überwinden und den Pokémon-Kampf an Grenzen zu gehen. Okay. Ich hätte stärker meinen Muskelkater. Oh, hast du Tipps für mich? Irgendwie nicht, Herbert. Irgendwie nicht. Ein Groink. Wen her. Das ist Todesurteil. Na dann eben doch Lulu. Ich glaube, wir werden hier mit unserem Starter durchrushen. Das scheint diesen Käfer nicht wirklich zu beeindrucken, was wir hier erreichen wollen. Blumentrick. Okay, das ist ein Two-Shot. Du hast meine Katze verletzt. Mach, dass du wegkommst. So, was hast du noch? Das ist sicherlich mehr als ein Pokémon, oder? Meditalis. Das ist Psychokampf, oder? Lass uns doch da gerade mal Voltrien auspacken. Und mit einem Flügelschlag draufhauen. Ich meine, ein Doppelflügel natürlich. Ein Flügelschlag. Wir haben ja keinen Flügelschlag auf dem Pokémon. So. Doppelflügel. Boink. Boink. Ah, steckt das aber trotzdem ganz gut weg, muss ich sagen. Akupressur. Spezialangriff steigt stark. Okay. Das ist schön, aber den nächsten Angriff kriegst du nicht mehr. Von daher, feel free. Unser Crit.
So, kommt da noch was? Level up für unser cooles Steinchen. Und als ich Servol dran. Ja, gut. Lass uns doch mal für Flaminchno gehen und mal schauen. Ich weiß nicht, ob wir eine Psycho-Attacke überleben, aber ja, würde der Gegenstoß ziemlich gut reinhauen. Schauen wir mal. Sehr voll. Nicht unser Vögelchen auch. Komische Sache. Ich weiß nie, warum er manchmal steht und manchmal nicht. Und es ist seltsam. Oh wow, es ist ein One-Shot. Ja gut, dann eben doch zurück zu Lulu. So, da machen wir dann einfach nochmal einen Blumentrick. Ganz gereicht leider. Gedankengut, oh. Das wäre gefährlich, wenn sie noch einen Zug hätte. Oder wenn er noch einen Zug hätte. Das ist ein männliches oder ein weibliches Servol. Ein weibliches Gut. Guten Trick. So, das war's jetzt aber, oder? Energieball. Das ist eine Pflanzenattacke. Was macht die nochmal? Kraft des Naturfeuers, auf das Ziel senkt eventuell Spezialverteidigung des Ziels. 90er Stärke. Das Aeroas macht sowieso wenig Sinn. Gut, Herbert ist besiegt. Jetzt wachst du von Kinder, kommen meine Muskeln nicht an. So, war's das jetzt? Oder gibt's eine dritte Runde? Damit bist du am Ende der Gefühlsgymnastik angekommen. Du hast zwei Versuche bestanden. Glückwunsch. Arena-Prüfung gilt aber erst das beendet, wenn du dein Ergebnis beim Empfang vorlegst. Jogger ist am besten gleich rüber. Okay. Ja, Gefühlsgymnastik. Weirde Sache. Sehr weirde Sache. Wir gehen gleich Bericht erstatten. Ich würde noch gerne kurz unsere Pokémon heilen gehen. Noch kurz schauen, ob wir vielleicht für Lulu noch eine gute Unlichtattacke bekommen könnten am TM-Stand. Das wird hier, vielleicht haben wir auch eine aufgelesen. Ich habe noch gar nicht geschaut. Stimmt eigentlich. So, Unlicht. Ups. Achso, nein, aber vielleicht eine Käferattacke. Das ist Pflanze, ne? Käfer, Trutz. Ich mache das mal anders. Ich glaube, es ist einfacher, wenn wir Lulu anwählen und auf Attacken gehen. Verwalten, TMs verwenden. So, da kriegen wir nämlich nur die angezeigt, die auch funktionieren. Pollenknödel wird funktionieren. Das ist eine Käferattacke. Mit dem Ball aus Pollen, wenn man Ziel explodiert, Mitschreiter werden beim K, die mit einem Ball getroffen werden, der ihre KP auffüllt. Ja, aber dann geben wir ihm doch das, die Pollenknödel-Attacke. Das ist doch eine gute Sache. Das anstelle des Schlitzers, würde ich sagen. Ich glaube, damit sind wir ganz gut aufgestellt. Jetzt haben wir eine sehr effektive Käferattacke. Wir haben Lulu, die immun ist gegen Psychoangriffe. Kommt es nur noch ein bisschen darauf an, was die Arena hier für Pokémon einsetzt. Es gibt ja noch eine ziemlich große Auswahl an Psycho-Pokémon. Gut, das war's von mir für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder zum Arena-Kampf.